Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich echt gar nicht wohl gefühlt. Eigentlich hat sie recht, aber muss man trotzdem nicht schreiben. Weil dort, es war auch dreckig. Wir waren am Strand. Heute ist mein letzter Tag hier. Ich dachte, ich starte jetzt einfach einen neuen Vlog. Irgendwie in letzter Zeit, ich mache ja nur Vlogs, aber irgendwie, ich weiß nicht so ganz, was ich anderes machen soll. Deswegen, ich starte einen neuen Vlog. Ich bin gerade in meinem Zimmer. Ich habe Zimmer gewechselt. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon hier richtig gezeigt habe. Ich glaube nämlich noch nicht. Es ist nämlich der letzte Vlog, der letzte Sonntag online gekommen ist. So chaotisch gewesen. Deswegen habe ich das gar nicht richtig hergekriegt. Heute ist Samstag. Nächste Woche ist meine letzte Woche hier in Nizza. Das ist echt krass. Ich wünschte, ich wäre schon immer in diesem Zimmer hier gewesen, weil ich liebe es. Also im Gegensatz zu allen anderen ist es so gut. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Also ich schlafe mit drei anderen Mädchen hier im Zimmer. Ist aber eigentlich relativ normal. Also man gewöhnt sich voll dran. Gerade ist niemand von meinen Roommates zu Hause, aber man gewöhnt sich echt dran. Ich zeige euch einmal das Zimmer. Das Licht hier ist viel besser. Generell ist es einfach alles besser zu, im Gegensatz zu den anderen Räumen, wo ich war. Ich bin nämlich jetzt ja, viermal in vier Zimmern habe ich gewohnt, die 10 Wochen, die ich hier war. Es ist so krass, dass nächste Woche die letzte Woche hier ist, das Zimmer oder so. Aber im Gegensatz zu den anderen ist es so schön, ich fühle mich echt wohl. Das Bett ist richtig bequem, kein Hochbett. Es ist richtig cool, Schrank im Zimmer, das hatte ich alles nicht. Es ist Platz für meine Sachen genug. Ja, ich muss gleich mal aufräumen, weil mein ganzes Zeug liegt hier verteilt gerade im Zimmer. Ich dachte mir, ich erzähle euch ein bisschen, was so in den letzten Tagen los war. Oder generell, ich erzähle euch mal von meiner alten Gastfamilie, weil das habe ich hier auf YouTube noch gar nicht gemacht. Gar nicht beschweren, weil, oder eigentlich doch, nee. Leute, ich habe ein bisschen Angst, Hate zu kriegen. Aber ich habe mich echt gar nicht wohl gefühlt. Ihr müsst euch vorstellen, es war gefühlt Ghetto. Also, es war wirklich gefühlt Ghetto. Ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Ich wurde gecatcalled und ich bin das alles einfach nicht so gewöhnt. Ich wohne ja, wenn ich in Deutschland wohne, ich ja auch nicht in der Stadt. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach so unwohl gefühlt. Ich glaube, ich war da 4 Tage lang. Und sobald es dämmerig wurde, habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich wurde einmal ganz, also nicht verfolgt, aber ich habe einfach, ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Ich weiß, ich bin gerade so gut drauf, deswegen kann ich es gar nicht gerade so richtig gut erklären. Aber mir ist aufgefallen, dass die Anzahl von den Männern, also nee, wie sagt man das? Also es waren sehr, sehr viele Männer dort. Und wenige Frauen. Und es ist eher ein ärmeres Viertel gewesen, auch mit Migrationshintergrund. Und ich habe mich einfach, also das hat nichts mit dem Migrationshintergrund zu tun, dass ich mich dort nicht sicher gefühlt habe. Nur ist es einfach Fakt, dass manche Kulturen halt, bei denen das halt nicht so normal ist, dass Frauen sich halt so freizügig kleiden. Und wenn es halt heiß war, ich komme da halt mit dem Tube-Top bauchfrei, Hotpants, wo man auch gefühlt halt so ein Stück über meinem Po. Und so, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe mich nicht getraut, irgendwie abends auszugehen mit meinen Freunden, weil ich nicht alleine dahin fahren wollte, weil es halt auch relativ weit weg von der Innenstadt war. Also schon, ich glaube, weiß nicht, so 8 Tramstationen. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber halt schon so eine 30-Minuten-Fahrt, weiß nicht, 20-Minuten-Fahrt, sowas. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich gewechselt habe. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin. Hier sind auch ein paar Sachen vorgefallen. Jetzt nicht direkt mit, also nicht mit der Familie. Kann ich euch auch nochmal erzählen, Leute. Ich muss eh, glaube ich, nochmal ein ganzes Video über meinen Aufenthalt hier machen, über meine ganzen Erfahrungen und so. Ich kann einfach nicht glauben, dass das jetzt vorbei ist, also in einer Woche. Ich bin ehrlich, ich bin eigentlich auch froh, nach Hause zu gehen, weil ich habe eine Familie und generell einfach meine... Halt, wenn die Menschen zu Hause hierher kommen würden, wäre es so cool, weil ich liebe die Stadt Nizza. Es ist wirklich eine richtig schöne Stadt. Ich fühle mich generell sehr wohl hier. Und ich liebe das einfach, dass halt Stadt und Meer verbunden ist. Und generell das Essen, ich mag alles eigentlich hier. Es ist auch krass, wie stark meine Lebensqualität jetzt hier, seitdem ich in diesem Zimmer bin, aufgedingst bin. Ich weiß nicht, es ist krass. Aber dadurch, also ich habe jetzt auch nicht in schlechten Verhältnissen oder irgendwas gewohnt. Ich tue hier gerade so,
Also nicht, tue hier nicht so, aber nicht, dass ihr mich jetzt irgendwie, ihr dürft es nicht falsch verstehen. Nur es ist krass, dass man viel dankbarer wird für das, was man hat. Auch als ich in diese andere Alte, also wo ich jetzt in der ersten Hausfamilie, die ich war, ich habe so krass die Residenz vermisst. Weil dort, es war auch einfach dreckig und also auf den Bettlaken war Dreck und es hat nicht gut gerochen. Ich bin total geruchsempfindlich. Ich konnte echt schwierig schlafen die ersten zwei Nächte, weil die Bettlaken so nach Keller und alles hat nach nassen Wänden gerochen. Und ich habe dort auch nicht gegessen oder so. Es war einfach echt grenzwertig. Ich bin echt froh, dass ich gewechselt habe. Ich räume jetzt mal hier ein bisschen mein Zeug weg und ich genieße, dass ich jetzt meine Musik hören kann, ohne AirPods drin zu haben, weil gerade niemand zu Hause ist. Leute, es ist der nächste Tag. Ich bin so unfassbar müde. Ich komme gerade von der Schule. Es ist 15.30 Uhr. Ich sehe zerstört aus. Okay, nevermind, das kommt auch keiner. Meine Haare sind so schlimm. Ich muss irgendwas mit dem machen. Das Salzwasser gefühlt drin. Ich bin so müde. Ich werde mich jetzt erstmal kurz hinlegen. Ich kann gerade gar nicht mehr. Ja. Irgendwie, ich werde langsam ein bisschen traurig, dass ich gehe. Irgendwie jetzt langsam fange ich es an zu realisieren. Ja. Ich freue mich so oft zu Hause, aber andererseits bin ich auch traurig. Es wäre so schön, wenn ich meine ganzen Menschen von zu Hause hierher holen könnte. Weil Nizza an sich ist so eine schöne Stadt. Ich liebe das so auch zum Leben. Ich weiß nicht, wie laut das gerade ist. Das ist direkt eine Baustelle. So zum Leben. Ich finde es so schön mit dem Meer auch direkt und so. Ja. Is it okay when you talk to my camera? Are you vlogging? Yeah. Do you have like a vlog channel or something? Yeah. Really? Yeah. Leute, ich hab bei Zara bestellt. Ich dachte, jetzt zeige ich das. Ich habe gerade mich schon fertig gemacht, weil ich gleich dann rausgehe. Ich weiß gar nicht, warum das hier so blöd steht. Ich dachte, ich zeige euch das kurz. Ich weiß nicht, wo ich meine Kamera gerade hingestellt habe. Ne? Ich hoffe, es ist okay. Ich habe mir einmal dieses pinke Top hier gekauft. Schau mal. Man schnürt das so hinten. Sieht das so aus? Ich finde das richtig schön. So hinten schnürt man das dann. Und dann noch eine Bluse. Oder ein Hemd. So. Ich fand das voll cool. So ein bisschen durchsichtig für den Strand oder so. Ja, die zwei Sachen. Ich habe die schon im Store anprobiert, aber da gab es nicht mehr in meiner Größe, deswegen habe ich die dann bestellt. Ja, ich gehe jetzt gleich raus in den Strand. Vielleicht nehme ich euch mit, ich weiß es noch nicht ganz genau. Okay, Leute, ich habe jetzt meine Kamera nicht mitgenommen. Ich weiß auch nicht, wie viel ich vlogge. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich mag dieses Outfit so gerne. Es ist so bequem, luftig. Ich liebe das einfach. Das hier stört mich manchmal ein bisschen. Aber es ist okay. Ich gehe jetzt zum Monoprix. Ich glaube, wir kaufen dann da einen Wein oder so und dann gehen wir zum Strand. Ich hoffe, wir schaffen noch den Sonnenuntergang, aber ich glaube, es wird eng. Leute, wir waren am Strand. Guten Tag. Leute, ich habe ein Eis. Das ist Alexandra. Sie ist ich bin Alexandra. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 19. Ja. Sie ist von Polen. Und ich habe ein Eis cream. Stracciatella. And now we're going to a bar, but we don't really know which bar. Yeah. Mein Top ist like mein Top rollt sich auf. Das ist Hugo. Dreh dich mal um. Hallo. Turn around. That is Hugo. Wir feiern heute Hugos Geburtstag. Ignorierst du mich? Hallo? Hugo ist von Schweden. Ja,
Schweden. Heute ist sein der allerdinner dritter Winter. Zoe, richtig zurück, was sie will. Ich verstehe kein Wort. Okay, heute ist Hugos Geburtstag um 0. Deswegen sind wir gerade draußen. She's gonna paint your last. Hallo Leute, nächster Tag. Mein Hals fühlt sich so schlimm an gerade. Schaut mal, wie ich aussehe. Es geht gar nicht. Ich habe gerade dieses Top an und das ist ein Problem. Ich hasse das. Ich hasse, dass das beide. Ich bin halt flach. Also flach, 100% flach. Und mir passt kein Scheiß-Top. Ohne BH. Kein Scheiß-Top. Was ist das? Wenn ich mich nach vorne beuge, keine Ahnung, wie soll ich das zeigen? Schaut mal. Man würde jetzt gerade alles sehen. Ich muss jetzt meine Haare irgendwie bändigen. Ich mache jetzt noch mein Make-up. Ich hatte heute zum Glück Spätschule. Erst um 14.30 Uhr. Deswegen, ja. Ich brauche unbedingt doppelseitiges Klebeband, weil das hier geht nicht. Oh mein Gott, letztens hat jemand in meine TikTok-Kommentare geschrieben. Wenn ich jemanden flashe, ist es ja eh egal, weil man sieht ja eh nichts. Eigentlich hat sie recht, aber muss man trotzdem nicht schreiben. Also ich hätte auch lieber ein bisschen mehr. Es ist nicht so, dass ich mir das hier so ausgesucht habe. Und es ist nur, jetzt sind wir wieder in diesem Beachclub. Ja. Meine Lieben, irgendwie vlogge ich nur zu Hause, aber ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich habe eigentlich Unterricht, aber mir geht es so schlecht. Ich übertreibe gerade nicht. Es geht mir so schlecht, ich muss jetzt sofort schlafen. Ich habe geisteskranke Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, mein Nacken fühlt sich an, als würde er gleich auseinanderbrechen. Leute, es ist heute einfach der letzte Tag hier für mich. Es fühlt sich so surreal an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es fühlt sich einfach crazy an. Ich habe heute jetzt eigentlich nichts vor, außer zum Strand zu gehen. Ich wollte heute einfach nochmal den Strand genießen. Meine Eltern sind gestern so random spontan gekommen. Ja, es ist. Ich kann das gar nicht glauben, irgendwie, dass jetzt heute, mein letzter Tag ist, dass ich morgen eigentlich nur noch packe und dann fliege. So krass irgendwie. Ich habe überlegt, eigentlich will ich morgen nochmal irgendwas machen. Ich weiß nämlich gar nicht, ich glaube, ich muss nämlich um 2 beim Flughafen sein. Ich glaube, ich fliege nämlich um 16 Uhr. Ich habe mir überlegt, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, auf jeden Fall ein bisschen Geld spare. Und deswegen bin ich statt 1 Stunde 20, 5 unterwegs. Ich weiß nicht, ich bin so sauer auf mein Vergangenheits-Ich, dass ich das mache. Aber gut, ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Irgendwie gibt es auch keine anderen Flüge mehr, die nicht 800 Euro kosten für einen Flug. Deswegen ist es jetzt so. Leute, ich bin so irgendwie ein bisschen traurig. Mein Zimmer, ich finde das so schön hier. Schaut mal die Decke. Ich finde das für so ein Zimmer, finde ich das irgendwie so schön. Ich weiß nicht. Und wir haben jetzt seit gestern auch meine Klimaanlage. Also die Klimaanlage ist hier schon, aber die Fernbedienung haben wir seit gestern. Weil ich gestern wirklich eingegangen bin. Ich bin wirklich eingegangen. Ich dachte, ich sterbe, weil mir so heiß ist. Und ja, am Anfang hatten wir hier auch kein WLAN im Zimmer. Meine Roommates können mir danken. Wir haben wegen mir Klimaanlage und wegen mir WLAN in diesem Zimmer. Ich mache jetzt auf jeden Fall mich auf den Weg. Ich habe eine halbe Stunde Schule. Ich glaube, ich hole mir davon noch kurz bei Starbucks eine My White Mocha oder wie das heißt. Ich liebe das. Schmeckt nicht nach Kaffee. Ist genau das für mich. Ja. Wenn ich halt zurück in Deutschland bin, werde ich es halt so vermissen, jeden Tag aus der Haustür zu spazieren in irgendwelche kurzen Sachen, auch voll früh morgens. Also jetzt ist ja nicht mehr früh morgens. Aber so generell. Ich glaube, ich werde das so vermissen. Ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich einfach jeden Tag, ich weiß nicht mehr, weil ich das letzte Mal was Langes anhatte. Und auch abends beim Ausgehen und so immer nie gefroren mit einem Kleid, kurzem Kleid um 1 Uhr nachts. Das ist alles
immer warm. Ich werde das so vermissen. Also meine Freunde haben mir gesagt, in Deutschland ist gerade so Scheißwetter. Deswegen gefühlt Herbst. Ich weiß nicht, wie ich das verkraften soll. Ich bin das so gewohnt, dass jeden Tag jetzt Sonne ist und so. Das macht so... Ich weiß nicht, wenn die Sonne scheint, das wirkt sich so positiv auf meine Stimmung aus. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich zu Hause bin. Was ich auch, glaube ich, richtig vermissen werde, ist einfach in der Öffentlichkeit fällt es mir hier viel leichter zu vloggen. Es ist krass. Hier ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass mich jemand versteht, nicht so hoch. Und ich finde es halt irgendwie viel unangenehmer und kennt logischerweise auch. Aber ich finde halt, es viel unangenehmer zu vloggen, wenn andere Leute... What the fuck? Wenn andere Leute verstehen, was ich sage. Ich weiß nicht warum. Okay, es ist der nächste Tag. Ich war gestern mit meinen Eltern noch was essen und es ist einfach total krass, dass jetzt mein letzter Tag vorbei ist und dass jetzt ich heute nach Hause fliege. Ich würde sagen, ich beende jetzt hiermit den Vlog und wir sehen uns dann nächste Woche in dem Vlog wieder, wo ich so ein bisschen mitvlogge, wie ich nach Hause fliege und so weiter. Deswegen, ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Meine Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen, glaube ich. Nicht wundern. Ja, ich wünsche euch einen ganz schönen restlichen Abend, Tag, Morgen, was gerade bei euch ist. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss.